wegen Ramadan Afrika Cup um eine Woche verschoben. Aus Rücksicht auf den Ramadan beginnt die diesjährige Fußball-Afrika-Meisterschaft in Ägypten erst am 21. Juni und damit 8 Tage später als geplant. Das bestätigte die Turnierleitung der französischen Nachrichtenagentur AFP. Die Verlegung des Afrika Cups erfolgt auf Antrag von Marokko, Tunesien und Algerien, damit die Spieler nach der islamischen Fastenzeit kurz vor dem Turnierauftakt mehr Zeit zur Rückkehr in den Alltag bekommen. Aufgrund der verschobenen Eröffnung findet das Finale nun erst am 19. Juli statt, ursprünglich 15. Juli. Das Turnier wurde für seine Auflage 2019 einigen Veränderungen unterzogen. Erstmals findet der Afrika Cup im Sommer und nicht mehr im Zeitraum zwischen Januar und Februar statt. Zudem wurde das Teilnehmerfeld von 16 auf 24 Teams aufgestockt. Ursprünglich sollte Kamerun das Turnier ausrichten, doch wegen erheblicher Mängel bei der Vorbereitung entzog der Kontinentalverband CAF dem Land die Austragung. Anfang Januar erhielt Ägypten den Zuschlag als Ersatzausrichter.